Hallo meine lieben Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Mist Survival. Ja, der Nebel ist ja nicht wirklich gefährlich, wie wir gelernt haben. Kann ich da nochmal irgendwas reinballern? Nein, kann ich nicht. Wie lange braucht denn der Kollege hier? Keine Ahnung, kann ich das jetzt schon mal... Nein, kann man nicht. Okay. Oh geil, man sieht das Wasser. Cool. Ich brauche hier noch drei Komponenten. Repair Station. Das sollte nicht das Thema sein. Noch ein paar Steine, wie? Diese scheiß Kartoffel hier. So viel Automobilgedöns. Dass es mir ein Graus ist. Da habe ich noch mal ein paar Bretter. Das alles jetzt erstmal hier einlagern lassen. Warte mal. Geht ja nicht die Grafikkarten hier, kommen da noch hin, so, so, so. So. Irgendwo Platz für diese Flashes. Halt. Echt viel Zucker. Entschuldigung. Salz. Auch Salz. Salz und Salz gesellt sich gern. Ich habe so das Gefühl, dass diese. Ach nee. Ja, aber dass das Ding ja irgendwie so ein bisschen verschwendet ist. Ich tu mal da noch mal ein paar Flaschen rein. Hammer, wir haben Säge, wir haben eigentlich alles. Nahrung drin. Warte mal, hä, bin ich doof? Das hier mein Medical-Teil ist. Gott, ich bin ja gerade geschlagen worden, das hätte. Können. Ich wollte so ein Teil echt mitnehmen. Ich schleiche da draußen rum. Oh, jetzt. Jetzt wird mir erst bewusst, was ich hier für einen Wahnwitz gemacht habe. Ich habe bei keiner dieser Nebelschleichaktionen jemals. Das, Ja, so viel zum Thema, das war safe, was ich gemacht habe, ne? Ist ja der blanke Wahnsinn gewesen. Okay. Was fehlt hier noch? Warum geht das nicht? Ach so, ich habe keine Säge dabei. Auch ernsthaft eine Säge, um Steine anzubringen. Okay. Finde das irritierend, aber ich akzeptiere diesen Wahnsinn. Ja, ich kann natürlich Nägel unmöglich ohne Säge anbringen. Das geht auch in echt nicht. So. Ach so, ja, da fehlt mir jetzt auch noch. Natürlich fehlt mir das. Wisst ihr was? Wir essen dann vorher noch mal was ganz, ganz kurz. Was, wenn wir gerade eben ohnehin hier so ein bisschen dürsten? Was will ich denn? Wir sparen ein bisschen Platz. Das Ding, die Dinger sind mega geil, weil die halt einfach beides mega krass auffüllen. Und so spare ich mir jetzt ein bisschen Platz, weil ich jetzt hier einfach beides weitgehend voll mache. Weitgehend. Wir brauchen das Wasser. Also gut, wir brauchen jetzt auf jeden Fall nochmal Woody Woodpecker. Woody Woodpecker brauchen wir. Es sind ja nur 14. Eine Menge von den Teilen. Hocke ich mich mal in die Ecke und verstecke mich, währenddessen ich das hier mache. Nur 3 Stunden, die ich jetzt hier bis spät in die Nacht hier rumkrafte. Wir werden ganz schön müde dabei. Es ist inzwischen dann gleich 22 Uhr. Und der putzelt hier immer noch vor sich hin. Ja, ich mache hier mal weiter. Wir werden in naher Zukunft auch noch Steine hier holen müssen. Wie geht's uns? Der Durst. Unsere letzte Cola. Oh, die verderben aber recht schnell. Wasser bleibt erhalten. Aber das andere nicht so sehr. Ja, 8 Stunden sollte man sich schon gönnen, wenn man hart arbeitet, ne? Ist besser für die Gesundheit. Braucht keinen. Also ganz im Ernst, die Lichteffekte sind schon gut. Also der Typ, der das Spiel programmiert, ist echt ein Könner.
Ah, und jetzt ist das hier endlich fertig. Hake. Das ist japanisch und heißt nimm. So, dann können wir den da wieder reinfüllen. Ja, dann brauche ich wieder. Borke. Ne, 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 ne. So, geben. Ja, 10% gefüllt, finde ich gut. Wir müssen Steine sammeln. 11 Stück mindestens. Warte mal, was brauche ich für Nägel? Nägel brauche ich Dorster und Dorster. Dann bekomme ich 16 Stück. Kann ich eigentlich auch schnell mal machen. Brauche ich im Grunde nur noch ein einziges von diesen Dingens da. Nehmen mal diesen Stack hier mit. Dann haben wir das auch. Machen wir kurz ein paar Nägel hin. Oh, vor 20 Minuten. Die müssen ja nicht schön sein, die müssen ja nur funktionieren. Lustig ist, wir bekommen das schneller fertig als das. Aber dann können wir sie selber herstellen. Gebt mir Steine, gebt mir Steine und zwar schnell und zwar schnell. Wo liegen sie rum? Ja, überall, bloß ich sehe sie nicht. Die Bumm. La la la. Da liegt ein Stein rum. Noch 10. Oh, ich für Lashings nehme ich auch mal mit. Noch 10. Sollte hier auf Bären achten, Bären achten. Noch 9. Ich nehme trotzdem noch ein paar Hölzer mit. Ich denke, das ist kein Fehler. Feder. 8. Jo. Da ist noch 7. Also auf jeden Fall wunderschöne Natur. Ist auch sauschwer, hier was zu finden. Noch 6. Ein Rasenmäher wäre gut. 5. Könnte man hier quasi. Dann würde man die Steine auf jeden Fall finden, sobald du mit dem Rasenmäher hier durch die Gegend fährst. Machst immer mal klack und dann. Dann weißt du, Scheiße, das Messer ist kaputt. Noch 4, glaube ich. Ne? Brauchen wir 11. Wie viele Steine habe ich ja? Wir brauchen noch 4. Noch 4, noch 4. Das Geräusch erinnere ich mich noch von früher. Mein Vater hat ja früher ganz, ganz viele Wiesen gemacht und ich durfte als Kind da immer so helfen. In Anführungszeichen durfte. Das dürfen dürft ihr gerne unter kinderarbeitlicher Sklavenarbeit für 1 Euro das ganze Wochenende oder damals noch 1 Mark für ein ganzes Wochenende quasi mehr oder weniger übersetzen. Aber das ist unter uns. Wovon ich mich erst emanzipieren konnte, als ich dann entsprechend alt genug war und Heuschnupfen hatte. Ah, sehr gut, sehr gut. Immer 2 Stück nebeneinander. Aber deswegen kenne ich dieses Geräusch sehr, sehr gut, wenn in einer sehr, sehr gut bewachsenen Wiese plötzlich ein Stein lag. Und es den entsprechenden Mäher nicht freute, wenn er ihn fand. War nicht gerade, ja, jubilierend, was dann geschah. Aber es war auf jeden Fall immer wieder ein Event. So, jetzt haben wir 11 Stück. Ah, warte mal, da lag noch einer. Wisst ihr, jetzt liegen die ja alle nebeneinander rum. Ist ja jetzt auf dem Rückweg. Wo ich einen zu viel habe und nicht mehr weiß, wohin damit. Bau, 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 bau. Zack. Ja. Ich finde es cool, hier so dazwischendurch fahren zu können. Ah, ne, hier baue ich aus dem Metall. Aha. Ich kann mir all diesen Scheiß bauen. Boah, sogar Munition kann ich mir bauen. Oh. Hä? Ach, ich muss das hier reinschmeißen, oder? Ah, warte mal, wie viel brauche ich denn?
2. Wie viel... Wenn das hier 3 sind... Warte mal, ich mache jetzt mal... Hit 1. 0. Hit 1. Aha, ich habe das Gefühl 2 für 1, oder? Ist das die Rechnung? Jo. Ja, dann ist der jetzt hier beschäftigt. Ja, der ist jetzt hier beschäftigt. Weiß nicht wie lange. Wahrscheinlich braucht er genauso 1000 Jahre wie der Kollege hier. Apropos 1000 Jahre brauchen. Wir brauchen hier nochmal einen Borken-Gedöns. Achso. Geht ja alles so ein bisschen. Das ist teilweise wie so ein Handyspiel, ne? So ein Browser-Game, wie man sie früher gespielt hat. Alles dauert Zeit. Haben wir denn? Ich habe noch 2 Borkerino. Brauche ich nochmal 1 davon. 4 davon. Ich glaube, ich brauchte 4 von den Borkenkäfern. Ja. Warum auch immer. Du warst sowieso nie ein guter Baum. Hast nie Schatten gespendet, wenn ich ihn gebraucht habe. Deswegen musst du weg, mein Freund. So ist das Leben, so ist die Natur. Ich meine, ihr Bäume, ihr führt ja auch Krieg. Mit eurer Allelopathie tötet ihr lustig andere Pflanzen um mich rum. Achso, ja, das ist ohnehin etwas, was man vielleicht dem Entwickler noch sagen könnte. Wie ihr wisst, bin ich ja Biologe, ne? Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ein echter Wald niemals eine Grasnarbe bis an den Baumstamm heran hätte. Warum ist das so? Ganz einfach. Bäume dezernieren, das ist ein Fachausdruck für, ja, scheiden aus im Grunde. Also sie packen im Grunde genetisch wirksame Giftstoffe in den Boden. Die vergiften den Boden um sich rum, die sind selber immun dagegen und hemmen das Wachstum und das Keimen anderer Pflanzen um sich herum. Das beobachtet ihr bei ganz, ganz vielen Bäumen und den Wäldern erst recht. Dass auf den Waldböden häufig kein Gras wächst, hat nichts damit zu tun, dass da einfach kein Licht hinfällt. Das Gras ist relativ, wie soll ich sagen, ja, also braucht wenig Licht. Aber hat tatsächlich damit zu tun, dass diese Bäume das tun. Machen die Bäume unterschiedlicher Arten unterschiedlich, aber... Ich sag bloß, ich habe da nur ein einziges rausgegeben. No. Scheiße. Aber auf jeden Fall sollte der Entwickler an dieser Stelle nochmal sich einen echten Wald angucken. Dann wären nämlich immer so braune Flecken drumherum und wenn dann die Bäume hier zusammenstehen würden, wäre das hier so eine größere Zone, wo hier nichts wächst. Wäre einfach so. Wäre einfach. Das nur mal ganz, ganz kurz mal. Mal wieder zur allgemeinen Erheiterung und Belehrung des Volkes. So. Muss ja auch mal sein, ne? Hab gehört, manche Leute finden das gut, dass ich sie darüber aufkläre. Was die Realität dazu sagen würde. Oh, meine geile Rubrik. Was würde die Realität dazu sagen? Hab ich da noch irgendwas drin? Nein. Wie lange brauchst du noch? Ah, schon fertig. Ja, geil. Schnell. So, Repair Bench. Ah, da kann ich jetzt Dinge reinpacken, was. Achso, weil ich das gerade eben. Ah, weil ich es in der Hand habe. Aha, da sehe ich, was ich also brauche, um das hier zu reparieren. Dauert dann 30 Minuten. Cool. Gefällt mir. Was mir nicht so gefällt, ist, dass ich jetzt hier nochmal einen Baum schlechtern muss. Was ich mache jetzt erstmal hier. Ich habe ja sowieso vor, hier eine größere Heiligungsanlage zu machen. Also muss dieser Baum hier sterben. Nichts Persönliches, lieber Baum. Ist so, wie es aussieht. Eine, heißen die? Eine Birke? Es fällt. Und bekommt auf einmal sehr viel dickere Dinge. Oh, der war aber lukrativer. Wie es aussieht, haben die unterschiedlich lukrative
Dingenskirchen, wie das aussieht hier. So. Es ist drin. Destillieren. Schön. Was kann ich denn sonst so machen? Ich habe bis jetzt. Ich kann ja einfach die Sachen einschmelzen, diese Metalle. Was einschmelzen? Das geht komischerweise nicht, obwohl es eindeutig mehr Metall ist. Ich kann also Sägen ebenfalls einschmelzen. Interessant, interessant. So, warte mal, jetzt gucke ich mal, was ich da drüben noch mal craften kann. Ja, wie gesagt, Leder, Matches. Feuer, ey. Lohnt sich ja gar nicht. Aus all dem machst du eine Säge. Dann kriegst du nicht mal ein Metall, also nicht mal zwei von den Dingern hier im Grunde umgerechnet zurück. Oh, warte mal, eine Crowbar. Damit können wir doch Räume aufbrechen. Lockpick. Upgrade. Alles klar. Keine Dinge upgraden. Ich glaube, ich habe nur eins von diesen Zahnrädern, ne? Und Bögen herstellen. Aha. Pfeile, Köcher. Eine Menge Sachen, die kann ich erst. Ah, muss das Ding upgraden. 10 Bretter. Zwei von diesen komischen Rädchen. Wie viele Rädchen habe ich denn? Wie viele Zahnrädchen? Eins. Ein bisschen wenig. Wenn ich zwei brauche. What? Warum mache ich mir eigentlich die Mühe? Okay. Also gut, ich brauche davon. Ich werde davon eine Menge brauchen, weil ich das jetzt herstellen. Immer vorsichtshalber alle mit. Und davon auch noch mal ein paar. Und jetzt gucken wir noch mal draußen. Ob wir das abgegradet haben. Kein Zahnrad. Ja, dann viel Spaß. Okay, kann ich das hier upgraden? Nein. Kann ich das hier upgraden? Ich muss gerade eben immer so nach unten links gucken, ob ich diese Dinge upgraden kann. Okay, ich kann sie nicht upgraden. Ja, dann haben wir das ja mal geklärt. Ich wollte diesen Cooking Pot mal machen, um Animal Fat extrahieren. Kann ich das auch über das Ding da machen? Nicht so wirklich. Also haben wir gelernt, dass euer Barrel ist total out. Ist nicht mehr angesagt. Nicht en vogue, Freunde. Wir machen einen klassischen L. Ich mag das eigentlich immer ganz, ganz gerne in so einer Ecke, wisst ihr? Das ist so Lagerfeuer so ein bisschen. Also mir fehlt einfach so die Möglichkeit, noch andere Dinge zu machen, aber wir machen das jetzt. Nee, warte, wir nutzen hier diesen ganzen Platz. Gerade eben gesehen, das eine ist ziemlich breit. Wow. Ein Stein hatten wir. Der Moment, wo ich mir wünschte, ich hätte dann doch noch mehr gesammelt. Brauche ich davon? Ah, ne. Lustig ist, ich packe da deine Branches rein. Was zeigt er mir an? Deine. Das nenne ich mal Alchemie. Ja. Hier geflogen? Wow. Eindrucksvoll. Dann räumen wir den da nochmal raus. Den da nochmal raus. Und wie viele Steine brauche ich? Ach komm, ich muss halt einfach nochmal ein paar sammeln. Immer das sind Steine. Hinten war es recht lukrativ. Sammle ich auch nochmal bei der Gelegenheit. Das ist ein Stein. Blaubeeren weg. Ja. Wir wollen Steine haben, Steine haben, Steine haben. Finden wir gerade keine. Das ist sehr gemein. Okay. Also hier findet man anscheinend nur Zombies. Ah, okay, doch. Ein paar Steine.
habe keine Ahnung, wie viele von diesen Steinen ich jetzt sammeln möchte. Aber ich denke, das reicht schon. Waren es 8 oder so, die ich gebraucht habe? Ich glaube, 2 habe ich schon drin. Sollte ich... Ich will auf Nummer sicher gehen. Ich will auf jeden Fall nochmal 1 oder 2 mitnehmen. Bär. Sollte nicht in diese Richtung gehen. Nicht in diese Richtung gehen. Memo an mich selbst gehen, nicht in diese Richtung. Ich meine, es ist halt das Vieh, das steht halt auch völlig regungslos da. Das heißt, musst wirklich sehr aufmerksam sein, um den zu realisieren. Was würde es gar nicht geben? Blümchen unter einem Baum. Blümchen unter einem Baum würden sofort. Also zumindest unter den meisten Bäumen. Wie gesagt, findet nicht bei allen Bäumen statt, aber bei den meisten. Den Wäldern sowieso. So, warte mal, sind rein. Ein ganzer Klapperadatsch bauen. Düt, 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 düt. Ich. Dann bauen wir. Ja. Dann bauen wir den Kollegen da wieder drauf. Der da korrekt. Ja, der ist total korrekt. Geil. Dann bauen wir. Den Kollegen da drauf. Könnte gar nicht besser laufen. Ich brauche nochmal Lashings. Und ich brauche was zum Trinken. Ja, wisst ihr was? Das ist die Gelegenheit, dass wir mal das in uns reinpfeifen. Ermöglicht uns weiterzumachen. Also ich brauche 2 Lashings und ein paar Stickies. Ich weiß, dass wir Stickies hatten. Ja. Kann ich bloß wie viele Jahre. Wo hatte ich die Lashings? Oder muss ich jetzt wieder Lashings herstellen? Sind alle verbraucht? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber es scheint so zu sein. Wie gemein. Es scheint so zu sein. Das ist gemein. Okay, liebe Leute. Was brauche ich nochmal für die... Okay, 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 la 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 la. Warte mal, ich hau den hier noch rum. So, 1, 2, 3. Ja, stirb. Bärchen hält sich schön zurück. Der Kollege ist auch sehr, sehr freundlich zu uns. Hoffe ich doch mal sehr. Fall um. Immerhin ist da schon mal eine dabei gewesen. Man ist ja heutzutage beinahe schon zufrieden mit dem, was man kriegt. Nein? Dü, dü, dü. Das will ich in dieser Folge noch machen. Ich habe nämlich danach eine Aufnahmesession draußen. Sonst vergesse ich das machen. Habt ihr mal wieder Glück und es wird eine längere Folge. Ah, da war noch mal ein bisschen Borken dabei. Fünf. Aber warte mal, wenn ich da Feuer machen will, brauche ich nur noch mehr. Warum kann ich nicht irgendwie aus Reisig irgendwie so ein Bündi machen? Müsste doch eigentlich auch gehen. Bombs. Armfeld. Ja, da waren einige dabei. Very well. Ja, das, die Bäumchen, die sammle ich später ein. Wie gesagt, die Bäumchen, die werden auch noch dann später zu irgendwas zugute kommen. Einem guten Zweck gespendet oder so. Oder wir machen irgendwie einen Scheiß draus. Je nachdem, was uns gerade eben einfällt. So, das da rein, das da raus. Lashings kann ich machen. Exakt ein. Es ist einfach viel zu teuer. Toll, am Boden rumliegt. Ich bräuchte noch ein Lashing. Ich brauche noch mehr Borke. Chirbidu. Ist das Leben nicht toll? 1. Ja, ich mache die jetzt hier rein, alles aus optischen Gründen mache ich die hier schon mal weg. Weil ich sowas nämlich nicht ertrage, wenn da sowas noch rumsteht.
Sieht dann so aus, als ob irgendjemand hier die Landschaft ruinieren würde. ich hoffe, der gibt uns drei. Bams. Zwei habe ich schon mal gekriegt. Weiß jetzt nicht, ob ich genügend habe. Fünf. Ja, nein, scheiße. Mir fehlt noch eins. Fuck. Eins fehlt mir noch. So. Wir holzen den Wald um uns rum ab. Kann ich über die Bäume nachwachsen eigentlich? Jetzt reloggen würde oder so. Das finden wir in der nächsten Aufnahmesession heraus, Leute. Der ernsthaft kein einziges gedroppt. Ja, hasse ich den Baum. Er hat tatsächlich kein einziges. Was für ein mieser Baum. Schlechteste Baum auf diesem. Guck mal, da drüben ist das Bärchen. Irgendwo da hinten. Oh, toll, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Ich habe Durst wie Sau. Komm, wir trinken mal. Ich hab nichts anderes zu trinken. Was getrunken. Ich habe auch Ausdauer zurück. Interessant. Könnte man richtig sehen. Bams. Jetzt gib mir doch Borke, um Gottes Willen, du blöder Baum. Das ist echt der Hammer. Ein Leaf. Es war die Aufforderung, es liegen zu lassen, Leaf, aber nein, ich habe, weil ich ein solcher Rabauke und Rebell bin, habe ich mich dagegen entschieden, habe es einfach mitgenommen. Komm auf. Trink nochmal was. Drink a little. Die Stamina voll. Bei der Arbeit hin und wieder mal einen Schluck nehmen, ne? Ist gut und gesund. Bams. Ah, da waren endlich mal ein paar dabei. Haben wir den hier noch ganz weg. Markiert auch die Stelle, wo wir dann quasi noch was einsammeln können. Das aussieht, ey. Ja, Rennen sollten wir jetzt mal unterlassen. Wir haben uns gerade eben ganz schön verausgabt. Da hinten ist irgendwie das Bärchen. Wenn es am nächsten Mal auch noch da ist, dann wäre es eine Option. Warte mal, kann ich gleich gucken. Wow. Dann wäre es eine Option, das dann einzusammeln, das Bärchen einzusammeln. Ja, genau. Wir sammeln dann das Bärchen ein. Aber erstmal wird es hier gelasht. Ganz lässig gelasht. Oh, dann sind eins noch übrig. Cooking Board. Fertiggestellt. Ja, warte mal. Ich brauche, um diesen jetzt hier zum Start zu bewegen, Kinder. Auch eins davon. Ich brauche Feuerholz. Ich brauche ein Holz. Das da, ne? Ein bisschen Accelerante. Rapante, Accelerante. Dann tun wir das Bett da rein. Fett kommt da rein. Ah, Render Fett. Ah, vier Stück, okay. Und dann produziert es hier diesen Biofuel. Denied! Change Mode, Animal Fat Storage must be empty. Was? Echt jetzt? Warum? Warum? Makes absolutely fucking no sense. Ignite. Ignite, hört. Wenn ich, ach, ich kann hier kochen. Ah, jetzt verstehe ich. Ah, okay. Deswegen ging es nicht. Der hat gedacht, ich will was kochen, aber das wollte ich natürlich nicht. Ah, guck mal, es tröppelt ja das Fett so. Ja, jetzt trennen sich halt die verschiedenen Öle und Fette halt auf, ne? Und man kann das dann später quasi trennen. Aber
Wie das genau funktioniert, das kann ich euch vielleicht beim nächsten Mal erzählen, wenn ich mich noch daran erinnere. Ansonsten müsst ihr mich halt daran erinnern, ne, wie das chemisch hier so funktioniert. Also genau genommen, eigentlich ist es eher ein physikalischer Prozess. In dem Sinne, liebe Leute, verabschiede ich mich jetzt von euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, tschüssi und ade.